Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist DAX-Analyse für Mittwoch, den 12. 13.05.2020. Und ich würde mal sagen, so sehen glückliche Shorter im DAX aus. Der Zahn, so geil. Ja, unser DAX sollte zum Dienstag ein bisschen nach unten segeln. Wir hatten ihm hier Raum gegeben bis 6,65. Dort sollte er in der ersten Station auflaufen. Im zweiten Etappe sollte dann auch bis 5,45 runterkommen. Die hat sich ein bisschen anders gezeigt. Nach einem schwachen Start, der so tatsächlich auch erwartet ist, erstmal ein bisschen nach oben gedrückt. Dann aber hier oben nur den Gap Close gemacht. Kein neues Hoch geschafft. Nicht mal geschafft. Also ich hätte sogar gedacht, der hätte sogar für die bärische Variante in dem Moment hier nochmal kurz drüber stechen können, um noch mehr Longs zu bereinigen, weil dann hätte er schöner fallen können. Das hat er gar nicht gekriegt. Also das war schon schwach, ne? Also wenn er nicht mehr die Kraft hat, sich da noch ein paar vom Hals zu halten, dann war er wirklich ein bisschen Stress am Drücker. Deswegen hat man dann auch gleich noch ein Mail bei uns im Verteilraum verschickt, ne? Dass man da nochmal dran denken soll. Unter 8,60 bleibt er negativ, kann hier auf 37 und 6,65 noch fallen. Dann ist er zumindest auf die 37 gefallen. Ne, auf die 97 war gefallen. Genau, ist dort von da nochmal hoch. Dann haben wir auch nochmal ein Mail geschrieben. Sagt, na, Vorsicht, der ist nicht weit genug hochgekommen. Das ist noch schwach, muss man auch schwach werten. Im Zweifel 6,65, 37 noch erreichbar. Hat er jetzt geholt. Und drückt auch nachbörslich hier ganz gut noch auf die Tube. Und ich würde mal sagen, sollten wir uns dann jetzt damit anfreunden, dass wir hier auf dem Bereich auflaufen, 5,75, 5,40. Und wir haben weiterhin diese Abwärtsbewegung in Erinnerung und auch im Hinterkopf. Ja, das heißt, wenn unser DAX zum Mittwoch rennt, gilt das Gleiche, wie jetzt eigentlich auch gestern gilt, ne? Dass man sich dann da nicht wie Banane dagegen stellt, ne? Und dann da ein bisschen einplant. Ich kann mir vorstellen, dass der Bereich hier ganz gut halten kann. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass wir vielleicht bloß in der Nacht hier reinlaufen, 5,75, 5,45 dann schon wieder nach oben zucken, vielleicht dann sogar mit einem Aufwärtsgap reinkommen. Also DAX hat schon so ein paar komische Moves für sowas drauf. Aber grundsätzlich nimmt das Risiko auf der Unterseite zu. Ja, der Bereich um 45, der ist interessant, 5,70 bis 5,40. Ich denke, wir laufen rein, sieht zumindest ganz gut dafür aus. Und dann müssen wir mal gucken, wie geht der tiefer. Dann hätte er hier an der 4,30 noch einen Short-Trigger. Da muss man ein bisschen aufpassen, den darf man nicht direkt nehmen. Na, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Da wird er wahrscheinlich, wenn er die 5,70 nicht halten kann, so und so hier einmal drunter hacken, sich ein paar Stoppskrallen höher treiben. Dann gehen die ganzen Longs wieder rein, die hier rausgeflogen sind. Wenn er die alle wieder drin hat, so um 5,70 rum, dann segelt er wieder ab. Also ich würde dann einen zweiten Anlauf auf die 4,30 würde ich auch prozyklisch mit Shorten wollen. Wir haben auch bei uns im Dienst einen Short platziert gehabt, der ist allerdings nicht erreicht worden. Den hat man nämlich hier oben ein paar Punkte höher liegen. Von dort wollten wir auf die 6,65 shorten. Den haben wir leider nicht ausgeführt gekriegt. Da ist er einfach ein bisschen zu zeitig runtergedreht wieder. Hier unten könnte ich mir dann allerdings sogar auch wieder vorstellen, dass man vielleicht prozyklisch was probiert, weil, wie gesagt, Potenzial haben wir genug, ne? Also würde sich ja an der Welle bedienen, die hatte 850 Punkte Bewegung, das wären von hier oben immer noch eine 10.100, die erreichbar ist, da ist noch genug Platz, da ist auch genug Zeit, muss man auch keinen Stress machen, kann man Rückläufe abwarten etc. Und ja, also von daher. Mehr kann ich Ihnen sogar gar nicht sagen. Ne? Rücklaufbereich ist jetzt 37, 67. Das wäre in dem Sinne dann, ja, könnte man sogar als Storzone bezeichnen. Erreichbar ist unten weiter, das ist 5,75 bis 5,45. Da ist noch ein Gap zu schließen. Und alles, was tiefer geht, dürfte auf 4,30 hinauslaufen. Ich rechne dort mit einem kurzen Drunterschlagen und wieder hoch Richtung 5,70 und dann weiter runter. Geht er dann im zweiten zu. Gut und gerne 10, 1,50, 10, 100 sind erreichbar. Würde auch im Tageschart jetzt wahrscheinlich sogar Sinn machen, auch wenn dort weiterhin ja der Tagesschluss unter der 4,40 fehlt. Ne, die war uns im Tageschart recht wichtig. Und damit kann ich Ihnen eigentlich nur sagen, der ist auf Kurs. Wir haben jetzt hier erstmal nichts anzupassen. Er ist jetzt ein bisschen am Runtertreiben. Du musst hier ein bisschen aufpassen. Ne, hier liegt das mittlere Bollinger Band. Das liegt an der 6,25.
Also, ja, das sieht ein bisschen, also im Tagesschart sieht es ein bisschen nach einer Falle aus. Aber ich würde sie zurückstellen. Mittwoche sind eigentlich nicht so diese typischen Turnaround Days. Also wenn die anfangen zu treiben, dann treiben die oft auch gut durch, ne? Und wenn wir hier gucken, wenn er jetzt unterm Band weiter treibt, müsste man ihm auch hier schon fast Platz bis 10.150 geben. Also, Platz ist unten genug. Müssen wir aufmerksam bleiben, müssen wir von kleinen Zeiteinheiten ein bisschen gucken, wie läuft er zum Dienstag, bleibt er schwach, ist er stark, verhält er sich besser. Ja, und dann muss man auch das natürlich auch ernst nehmen, ne? Also, ich meine, auch wenn Sie Sachen von mir abonnieren und wenn Sie die Sachen hören und lesen und wenn wir dann wirklich mehrfach auch sagen, das ist nicht stark. Ja, oder darunter ist mit weiterer Abwärtsbewegung zu rechnen und mit weiterer Schwäche zu rechnen, dann sind das Worte, die Ihnen eigentlich sagen sollen, dass Sie nicht unbedingt die ganze Zeit long gegenballern sollten. Na? Weil das ist dann auf Glück spielen. Dann spielen Sie nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist natürlich so, klar, eine Chartanalyse, das gibt es auch Fehlsignale. Das geht auch mal nicht in die Richtung, die angesagt wird. Aber der Sinn und Zweck der Chartanalyse ist ja, dass man durch diese Muster, durch diese Regelmäßigkeiten und die Signale, die wichtigen Punkte, die wichtigen Reaktionsmarken und so weiter, eben einen Wahrscheinlichkeitsvorteil erzielt, indem man regelmäßig einfach die Sachen immer wieder konstant gleich bewertet, den Wahrscheinlichkeitsvorteil für sich ausnutzt und dadurch vielleicht auf 10 Sachen 7 richtig hat. Na? Und wenn man sich dann da immer dagegen stellt und immer dagegen handelt, sprich, wenn der eine sagt Short oder sagt die, oder wenn ich sage, die Chartlage ist negativ und sie handeln immer Long dagegen, dann spielen sie wahrscheinlich 3 zu 10. Na? Ja, aber ich will jetzt hier auch nicht einen Allwissen-Guru rausmachen, ne? Das klappt ja auch oft mal nicht. Fassen Sie trotzdem bloß auf, ne? Also Sie haben nichts gekonnt, wenn Sie gegen jede Aufwärtsbewegung immer Short gegen kämpfen und gegen jede Abwärtsbewegung Long gegen kämpfen, dann das ist halt, das klappt in Seitwärtsphasen punktuell immer mal ganz gut, aber sobald der erste nächste Trend kommt, der nimmt Ihnen die ganzen Gewinne, die Sie in der Zwischenzeit aufgesammelt haben halt, ne? Ich sehe das halt immer wieder und dann sitzen die Leute da, sind traurig, ja, was habe ich hier wieder gemacht und oh, viel zu viele Tickets gehandelt, ist auch immer ganz typisch, ne? Ist immer wieder das Gleiche. Und ja, machen Sie ruhig, machen Sie sachte. Mir hat noch keiner gesagt, oh Martin, ich habe so lange auf die Trades gewartet. Sie sind gekommen. Ich war so ruhig, ich habe so wenig gehandelt. Ich habe so viel verloren. Noch nie. Noch nie hat das irgendjemand zu mir gesagt. Noch nie. Ja. Weil der Hauptfehler immer ist, zu viel handeln, gegen die Bewegung handeln. Das sind immer die gleichen Geschichten. Und ohne Stopp. Ja, oder einfach zu großes Size. Immer die gleiche Story. Okay, von daher können wir das hier abkürzen. Machen Sie ruhig. Ne? Lassen Sie sich nicht nötigen von dem. Gibt auch noch einen Donnerstag, gibt auch noch einen Freitag. Rückläufe kommen immer. Ja, und wenn man jetzt nicht hier dabei ist, dann wartet man hier unten den Rücklauf ab, dann ist man hier unten nochmal ein paar Punkte dabei. Lassen Sie sich nicht drängeln von dem, lassen Sie sich aus der Ruhe bringen. Ja, wichtig ist, dass dann, wenn Sie einsteigen, dass Sie dann einen Wahrscheinlichkeitsvorteil für sich nutzen. Dann sind Sie auf der sicheren Seite, dann sind Sie auf der guten Seite. Na? Und wenn Sie immer nur überall dabei sein wollen, dann verweicht das, dann verwischt das einfach. Na? Und wenn Sie gegen die Bewegung immer noch handeln, dann sind Sie so und so eher auf der 3 zu 10 Seite. Ja. Okay, also insofern, also ich denke, wir sehen die 5 zu 75, wir sehen die 4, 5, 4, 5, 45. Das ist für mich die wichtigste Zone. Darunter ist für mich Eskalationsspielraum bis 4,30. Unter 4,30 geht so und so alles weg. Da geht es bis 200 runter, 1,50 runter. Und das kann sogar schon am Mittwoch der Fall werden. Glaube ich jetzt nicht, aber ist grundsätzlich möglich. Auch zum Mittwoch. Auch zum Mittwoch. Ja, klar, warum nicht? Wie lange hat er hier gebraucht? 2 plus 2 Tage. Donnerstag, Freitag, Montag. Ne? Also, wir sind jetzt gefallen. Montag, Dienstag, dann kann ich schon zum Mittwoch hier die 8,50 voll machen. Das ist drin, das ist drin. Sollte man rechnen. Also, wenn er auch mit starkem Abwärtskip reinkommt, nicht unbedingt jetzt, dann. Ja.
Ich würde es mir angucken. Also die Zonen sind relativ eindeutig, die sind auch klar, die sind schön greifbar, die sind schön griffig, da gibt es auch nicht viel zu. Also das ist nicht, das sind jetzt keine Zonen, die dolle viel Interpretationsspielraum zulassen. Die liegen relativ klar auf der Hand. Alle, das macht es dann meistens einfacher für den Markt, weil mehr Leute an der gleichen Stelle ansetzen. Also auch die natürlich verteidigen wollen, die greifen an der gleichen Stelle an. Dadurch haben wir schönere Bewegungen dann, schönere Rückläufe. Und von daher, also, gucken wir uns mal an, wie tief er kommt. Ich bin gespannt und drücke Ihnen den Daumen, dass Sie dann auch was rauskriegen. Ja, sollte überraschenderweise hoch raus starten, 67 bis 67 und alles okay. Alles, was über 60, 67 geht, ist abseits jeglicher Erwartung, abseits der Chartlage und damit Überraschungsmomentum auf der Oberseite, würde ich dann mit 9,15, 9,30 rechnen. Na, gut, machen wir hier zu. Ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg. Ciao.